Hatakar Schwadam. Winjar Alajars. Hatakar. Guarpeti Pacharsch. Harsch, si balti jiguarsch. Ma, ul, udams, winja, waicha, waika. Hawaicha salwa, takar, palhur, winja, laja, daus. Ein wunderschönes Hallo, neue Skin Flammklauer Säbelzahntiger. Die Säbelzahntiger in Oros wurden in Flammklauen Säbelzahntiger verwandelt. Magic! Das liegt wohl daran, dass ich so einen Bonus-Code erhalten habe, den man ganz einfach bekommt, indem man. Was haben wir denn da? Schwarzrücken-Mammut. Okay, wir haben jetzt, so wie wir in Far Cry die Elefanten verwandeln konnten mit Hallo Puffel bunte Elefanten, dann konnten wir das jetzt mit Tigern und davor war, ich glaube, irgendwas mit unserer Eule haben wir eigentlich auch gemacht. Ja, du konntest einen QR-Code einspeichern bei Mediamarkt. Oh. Wir wurden bemalt. Warum haben wir das denn nicht mitbekommen? Das ist aber schade für den Tacker. Den Tacker gibt nämlich hier keiner einen Korb. Ja, und einen habe ich ja auch verlost, sozusagen, unter unserem Post bei Facebook. Dass wir. Was ist denn jetzt los? Geschwindigkeits. Hallo, ich will spielen. Da kommen wir nicht verfügbar im Nahrungsmenü. Was haben wir denn da jetzt? Wo ist er denn, der Geschwindigkeits. Da ist er. Nahrung, Geschwindigkeitsbooster 2. Du sprintest schneller. Und beim Schwimmen länger den Atem anhalten. Okay, das ist alles wirklich ganz toll. Habt ihr das angewählt? Ich hoffe nicht. Nee, ich hab hier drei Gesundheitsbalken. So, ich hoffe, das wart langsam mal. Puffer entleert sich mal wieder. Ja, und da habe ich auch einen runtergeschrieben. Dann bekommt ihr nämlich genau die gleichen Bonussachen. Langsam ist es hörtet auf. So, wir haben beim letzten Mal. Haben wir von Tensei die Aufgabe hier angenommen, mit den Venya die zu retten. Aber bevor wir da hingehen, gehen wir zu ihm hier natürlich erstmal. Dass wir dann alle haben, die uns hier auch schön Fähigkeiten geben können und die was hier zu sagen und zu bedeuten haben. Oh Mann, ey, wirklich. Also ich hab zwar gesagt, ich will eigentlich nichts offline machen, aber das ist halt. Also ich habe eigentlich nichts dagegen, aber es würde langwierig sein und ich weiß, viele haben da einfach gar nicht die Geduld für. Und deswegen vielleicht so ein paar kleine Sachen werde ich, denke ich, mal offline machen, weil mich regen so eine Sachen auf, wenn ich die hier sehe auf der Karte. Ich will die dann einfach weghaben. Ich denke mal, ich werde wieder nach dem Motto machen, was auf dem Weg liegt, liegt auf dem Weg, so wie diese Hunter, die können wir ja ruhig holen. Und ja, was auf dem Weg liegt, liegt auf dem Weg, das können wir machen, was nicht, das halt nicht. Und wir fangen einfach mal an, sonst wären wir hier nicht fertig. Es ist auch gerade Nacht, ne? Das ist natürlich auch blöd, aber ist ja. Wenn wir schon überleben, kann mich ja. Ach, hier ist ein Dude. Habe ich eigentlich unsere geile Keule ausgewählt? Unsere geile Keule ist auch wirklich ganz toll. Ja, wir haben ja, wie gesagt, von Tensei. Ja. Darum müssen wir runter, ich verstehe. Von Tensei diese tolle Aufgabe, wo schon einer unserer. Männer dran gestorben ist, an den Leuten, an den Udam halten unsere Leute als Sklaven. Hi! Sind da. Okay, die rennen weg, dann lassen wir wegrennen. Lasse wegrennen. Was? Du musst möglicherweise erst zum Hauptmenü zurückkehren, bevor du auf die Belohnung. Ich sehe gerade nicht, was ich hier hinlaufe. Die Belohnung der Community-Herausforderung zugreifen? Was? Was der für eine Community. Ach, davon hat er gelesen, von dieser Community-Herausforderung. Braucht kein Mensch, glaube ich. Jetzt zeigt völlig hier meinen Punkt verloren, weil ich ist egal. Ich hoffe. Ja, gut, das geht weg. Ich will nicht ins Hauptmenü spielen! Let me in Ruhe! Ich möchte hier runter und diese scheiß Hand holen. Ohne mit dir nichts zu brechen, wäre geil. Warum komme ich denn hier nicht runter? Das ist uncool. Von der Seite vielleicht? Oh, wir sind so eine Jax. Komm, bitte zeigt mir das nicht dauerhaft an den Scheiß. Warte mal, oh, heute komme ich wirklich gar nicht voran.
pappel mal ein paar Knochen ein hier. Wenn wir das schon mal haben, dann haben wir das. Was ist denn das? Ach so, das XDMA, das sieht so verrottet aus. Keine Ahnung. Düdelülü? Düdelülü. So. All klar, auf der anderen Seite. Kann ich nicht irgendwie elegant runterrutschen, so wie ich das immer mache? Elegant runterrutschen. De. Elegant! Das war sehr elegant. Puh! Zum Glück spawnen wir gleich hier. Ja, das war sehr elegant. Das mit dem DE übrigens gerade war total klaut. Aber wenn man das eh mal gehört hat, möchte man das irgendwie überall dranhängen. Und das ist halt auch lustig, ne? So, kann ich jetzt vielleicht. Das. So, geil, jetzt bin ich hier oben und. Komm hier nicht runter, weil. Geht nicht. Hat Puffel da unten wenigstens irgendwo Spaß? Uah! Oh Gott. Okay, hat geklappt. Hi. Aua, aua, aua. Lasst mich. Hey, ihr Blöden. Legt euch nicht mit Tacker an hier. Idioten, Hunde. Und schon wieder. Na. Ach, das Puffel. Puffel will ich nicht hauen. Natürlich nicht. So. Kann es sein, komme ich da nur hin, wenn ich einen Haken habe? Das wäre kacke. Dann habe ich jetzt 5 Minuten daran verschwendet, hier runterzukommen. Ah ne, da ist sie, die Hand. Ist hier ein Krokodil? Krokodil? Nein. So, dann nehmen wir die Hand. Und dann markiere ich den guten Herrn. Dann, was ist denn das da? Ein Armband? Was ist das denn Cooles? Ja, ich will ein Armband haben. Was ist das denn Tolles? Komm, wir holen das Armband, das ist mir jetzt egal. Liegt ja auch auf dem. Das sind Wasserfälle. Tut mir leid, ich bin eine Elder Scrolls Spielerin. Hinter Wasserfällen ist immer irgendwas. Eigentlich. Normalerweise. Hier nicht. Schade. Ja, ja. Attacke. Komm. Hoch bevor. So. Sehr gut. Ja, halt nochmal hier wegen. Ich glaube, wer Far Cry geguckt hat, kennt eigentlich meine. Meine Spielweise gegenüber Bären. Wo ist er? Ist jetzt da unten drin, ne? Lass ihn da unten. Huh! Ha! Ey! Warte mal, du bist! Was? Ich kann dieses Tier zähmen, ja, ich weiß. Aber wir wollen es nicht zähmen. Wo ist er denn? Ha! Ey! Ey, Mizi! Warum ist denn mein Puffel tot? Dieser scheiß Bär! Ehrlich! Willst du mich denn vereiern? Oh, in diesem Spiel hat man es nicht, ne? Ja, Duschi hier. Duschi, Duschi und weiter jetzt, mein Lieber. Komm, komm, komm. Wir haben hier keine Zeit. Die Leute sind schon. Nein, sind sie nicht. Meine Spielweise ist eigentlich so, dass ich am Anfang eigentlich alles zeige, was mir gerade so in den Finger kommt. Ob ich da jetzt vorankomme oder nicht, ist. Blöd Vieh! Ist mir irgendwie nebenrangig, sächlich. Und. Na! Hier! Puffel! Wo ist er denn? Weg ist er. Ah, die sieht so selten aus. Wo rennt denn das Ding rum? Hallo? Tigerkatze? Was auch immer du warst. Das ist ein Schwein, das will ich nicht. Where's the Tigerkatze? Nun gut, dann halt doch nicht. Ja, ich zeige alles, auch wenn man da vielleicht. Man kommt ja an sich, man kommt ja voran, ne? Wir machen ja eigentlich jeden Part irgendwas. Und. Ja, hi. Na, Jungs. Aua! Na, Jungs. Oh Gott, heute ist meine Treffsicherheit wirklich. Ha! Geh weg! Guck mal hier, was du kannst, kann ich auch, aber jetzt gerade nicht, weil ich hab dich anscheinend getroffen. Komm mal her, ich mach das mal ohne Bogen. Ha! Alter. Huch, der ist. Alter, wie der fliegt, das sollten wir öfter machen. Ist ja lustig. Ui, so, wo war der andere? Hier hinten? Anscheinend, ich sehe nur irgendwie gerade gar nicht. Egal.
Ja, wie gesagt, ich mache einfach erstmal immer. Und dann irgendwann denke ich mir, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir eigentlich nur noch Story machen. Und dann irgendwann, also Story und manchmal vielleicht noch einen Außenposten, weil ich finde Außenposten eigentlich immer ganz interessant. Muss aber nicht sein, ne? Muss nicht sein. Aber ich... Ach, die Armbänder machen so ein Geräusch. Alter, die Geräusche ist wirklich gruselig. Wir haben ein Armband. Geil. Das wäre toll. Oh Gott, 5 und was? Noch 4 bis zur nächsten Belohnung. Wie viele? Darf ich mal kurz gucken, wie viele wir schon übersehen haben? Wir haben hier schon einiges übersehen. Hier ist eine Hand. Was ist denn das? Ein Jägerversteck. Aha. Hier, da kommt man auch hoch. Haben wir schon mal ein Jägerversteck angeguckt? Ja, haben wir schon, ne? Und da wusste ich nicht, was, wo, wie wir und warum, wo das sein soll. Da könnte man ja auch nochmal gucken. Ja, wie gesagt, am Anfang zeige ich viel, gucke viel und nehme das einfach auf. Aber irgendwann lasse ich das dann sein, mache nur noch Hauptstory und ab und zu mal einen Außenposten. Aber im Endeffekt spiele ich einfach so, wie ich gerne spielen will. Ich glaube, das ist immer noch das Beste, was man machen kann. Das sind Dachse. Wir brauchen, glaube ich, noch für irgendwas Dachse. Ich weiß schon gar nicht mehr, für was das hier auf dem Weg liegt. Haben wir das schon? Besonderheit? Lager, Wegpunkt? Das ist... Weiß. Weiß müsste eigentlich heißen, dass wir es schon haben, ne? Sonst wäre es ja ausgegraut. Da oben sind noch Armbänder. Ja, gut, ja. Gut, gut, gut. Ich habe halt voll den Überblick, aber das liegt nicht... das ist immer so. Huch! Falsche Taste. So, dann gehen wir halt da lang. Da ist ein Fragezeichen und dahinter ist der Typ, der... Wie heißt der eigentlich? Nicht Solid Snake, sondern... Woga. Woga heißt der jüdische Mann. Und nicht wie Karosch die polnische Suppe. Was übrigens nicht diskriminierend sein soll. Ich finde einfach nur, es klingt wie eine polnische Suppe. Ich meine, ich wohne hier direkt neben Polen. Und da kann man so einen Vergleich schon mal bringen. Ich habe Angst, dass hier ein Krokodil da ist. Polnische Suppen sind lecker. Überhaupt eigentlich. Die Polen können gut kochen. Ist wirklich cool. Ist nett, neben Polen zu wohnen. Da ich irgendwann aber mal vorhaben werde, hier nicht mehr zu wohnen, wird das, glaube ich... Warum bewegt sich das Gebüsch? Werde ich das, glaube ich, sehr, sehr vermissen. Und nicht aus... Gründen, da ich nicht mehr rauche, ist es nicht mehr aus Gründen der Zigaretten, die so wunderschön preiswert da drüben sind, sondern einfach aus, ja, weiß nicht, ich finde das irgendwie voll cool, so einfach neben, was sind das hier für Geräusche? Klang wie eine Röhre in der Elch. Einfach zu wissen, nebenan ist Polen und da kann ich einfach rübergehen, denn das ist eigentlich ja in eine andere Kultur, wirklich, das ist wirklich eine andere Kultur da drüben. Ist aber halt super interessant. Hier ist irgendwo... Irgendwo. Da. Fischfangrast. Cool. Ist das nur mit anbrennt? Scheiße. Brenne das mal an. Ha! Na, ja. Natürlich. Wenn sich jemand die Füße verbrennt, dann wir. Haben wir das jetzt? Gib mir auf den Puffer hier zu warten. So, weiter geht's. Wir haben auf jeden Fall den... Ihr seid nett, ne? Ihr seid nett. Zwei nette Leute. Sind hier auch... Das war's. Okay, war nur der Ort hier. Ist hier noch irgendwas? Huch, die haben gerade was gesagt. Ich hab's nicht gehört. Und jetzt sind wir gar nicht mehr so weit weg von ihm. Ist ja ein Traum. Ist ja ein Traum. Obwohl, der wird uns, denke ich mal, gleich angezeigt mit seinem... Da wird uns sogar schon ein... Ja, 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 natürlich, ja. Ja. Habt ihr beides gleiche Charaktermodell? Guckt mal, zwei Zwillinge. So hat es immer herrlich. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es sind so Sachen, sowas hier... Wie diese beiden. Ich bin den Entwicklern dafür eigentlich nicht böse. Im Großen und Ganzen...
gibt's hier, also gibt's in Spielen oft ganz, ganz viele Charaktere. Aber wenn man natürlich ein Spiel sehr lange, sehr oft und sehr viel spielt, denkt man halt, dass sich diese Charaktere, komm ich hier irgendwo hoch, hätte ich vielleicht einfach schon mal hochgehen sollen, doppeln sich die Charaktere, also die Modelle, Charaktermodelle, doppeln sich nicht natürlich. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Elder Scrolls Spiel hatte ich, glaube ich, mal jemand, der dreimal vor mir stand. Oder was, beim Witcher? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, auch der Witcher ist dran schuld, dass ich dachte, dass ich nicht schnell reisen kann. Ich war doch, ich habe doch im letzten Part, war ich doch so verwirrt hier, weil ich dachte, wie, ich kann einfach so schnell reisen. Ja, das geht. Tatsächlich, auch ohne, dass ich irgendwo stehen muss. Beim Witcher muss man immer vor einem Schild... Was ist denn das? Da oben ist eine Höhenmalerei. Ich sehe das schon. Ist das einfach jetzt... Das ist jetzt aktiviert? Und also sozusagen in den... Nee, Jäger versteckt. Untersuche die Höhenmalerei. Und seltene Rohstoffe in der Nähe zu finden. Wie sollt ihr denn untersuchen? Untersuche. Das heißt, ich verstehe das wirklich nicht. Also, ich sehe hier... ein See. Und das sind Bäume. Aber die Bäume, die sind abgebrannt. Sehen zumindest so aus. Das sieht da aus wie da drüben. Und da ist ein Riesenfisch. Und jetzt? Jetzt mal ehrlich. Komme ich hier irgendwo hoch? Das sieht aus wie Ranken. Nee. Was soll mir das denn sagen? So, und da drüben, oder wie? Es sieht danach aus, dass er da drüben ist. Ach, kommt. Wir haben nichts zu verlieren. Wir gehen jetzt einfach mal darüber. Das Einzige, was wir zu verlieren haben, ist unsere Füße in diesem Wasser, weil da ein Fisch rumschwimmt. Von daher gucken wir einfach mal, was hier so abgeht. Das ist ein weißes Ding. Puffel, kannst du dich benehmen? Trink doch einfach nicht so viel. Da stehen meine Leute. Was ist hier jetzt los? Hier liegt ein behaarter Mann. Was denn los? Was denn los? Was denn los? Bist ja zu verregt. Was ist los? Aha, aha, ja. Aber hier ist nichts. Da oben ja. Und wo zur Hölle soll ich denn jetzt hier dran erkennen, dass hier was selten ist? Also ich habe hier wirklich ein Brett vorm Kopf. Wenn mir entweder lese ich selber nach, weil ich bestimmt vergessen werde, wie ich mich kenne. Ja, entweder lese ich selber nach oder bitte jemand bekehre mich und sage mir, wie das funktioniert mit diesen Jägerverstecken. Ich habe es jetzt gerade nicht geschnallt. Ich habe auch gerade nicht die... Ich muss gerade Elsax zugeben. Ich habe gerade nicht die Geduld dafür, weil ich gerne... Kann man hier unten was einsammeln, tatsächlich? Würde gern zu dem Typen eigentlich gehen. Und jetzt nicht hier so ein... Aber ich hätte auch gerne die seltenen Rohstoffe, wenn ich ehrlich bin. Das ist blöd. Ich denke mal, ich versuche mich mal zu belesen. Wenn mich nicht jemand vorher bekehrt in den Kommentaren. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Dim, dim, dim. Ich gehe hier hoch. Sehr schön. Ich meine, wir haben es jetzt ja markiert hier, ne? Wir haben es markiert. Ich finde es aber komisch, dass das jetzt markiert ist. Und die da hinten, die habe ich gar... Also da stand die gar nicht vor, ne? So, wir müssen anscheinend dahin, das heißt für uns, dass wir jetzt mal kurz warten und da nicht gleich hingehen, weil der Part ist zu Ende. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten... Da hinten sind Affen. Affen und Dachse. Sollten wir vielleicht mal jagen, obwohl bei den Affen bin ich mir noch nicht so sicher. Ich gucke da mal nach. Ja, dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder und mal schauen, wer dieser gute Woga da ist. Der kommt mir ja auch ein bisschen seltsam vor. Die sind ja alle sehr seltsam. Und es ist Far Cry Primal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.